Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, ich war live beim Beta-Stresstest dabei und möchte euch in dem heutigen Video einfach mal einen kleinen Einblick in meine Erfahrungen von dem Event geben. Ja, ihr seht, ich habe mich hier schon eingeloggt gehabt. Ihr seht oben links, da steht World of Warcraft Classic. Also ich war hier wirklich in dem Beta-Stresstest-Server drin. Und ich werde euch in dem heutigen Video einfach mal ja, so meine Erfahrungen von dem Tag ein bisschen zeigen, was ich so in-game alles erlebt habe, was wir alles gemacht haben, was wir auch so über das UI und die Grafik und so weiter erfahren haben. Also da gibt es schon einige interessante Dinge, die ich da beobachten konnte. Dann werden wir noch so ein paar ja, lustige Events einfach uns hier anschauen. Also zum Beispiel wurde dann am Ende Ragnaros in Stormwind gespawnt und solche Geschichten. War schon eine ganz interessante Geschichte. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, geht ungefähr 18 Minuten. Und gleich werde ich mich quasi das allererste Mal mit meinem Gnome-Schurken hier endlich wieder in der Welt von Warcraft einloggen. Und damit begann die Reise an dem Tag. Und ja, ich wünsche euch wirklich viel, viel Spaß mit dem heutigen Video. Die exzentrischen, oftmals brillanten Gnome gelten als eines der sonderbarsten Völker der Welt. Gnome sind so versessen darauf, radikal neue Technologien zu entwickeln und exklusive Wunderwerke der Ingenieurskunst zu erfinden, dass ihr Überleben an ein Wunder grenzt. Im Lauf der Jahre haben die Gnome geniale Waffen für die erbitterten Schlachten der Großen Allianz gegen die Horde beigesteuert. Die Gnome lebten und gediehen in ihrer wundersamen Technostadt Gnome und teilten die Rohstoffe der bewaldeten Gipfel von Dunbaroch mit ihren Zwergenvettern. Doch jüngst erhob sich eine barbarische Bedrohung aus dem Erdinneren und erstürmte Gnomeregan. Mit Unterstützung ihrer Zwergenverbündeten kämpften die Gnome tapfer um ihre geliebte Stadt. Dennoch konnten sie Gnomeregan nicht retten. Unglaublich, ehrlich, ne? Überlebenden Gnome flohen in die sichere Zwergenfestung Ironforge. Dass wir das Spiel nochmal bekommen würden. Nie. Dort halten sie sich auf und ersinnen Strategien, wie ihre Stadt zurückzuerobern sei. Ach ja. Als Gnome edler Herkunft ist es an euch, die Herausforderung anzunehmen und euer ungewöhnliches Volk in eine bessere Zukunft zu führen. Okay, ich würde sagen, was machen wir? Gehen wir hin. Ja, Leute, und dann waren wir echt wieder in-game in WoW nach all den Jahren. Also ich hätte es wirklich nicht vermutet, dass wir das Spiel nochmal bekommen würden. Es ist einfach ein unglaublich krankes Feeling gewesen, sich das allererste Mal auf einem WoW Classic Server von Blizzard wieder einzuloggen. Es war schon echt überwältigend und ich hätte da nie im Leben mit gerechnet. Lodas und ich wollen beide im Nachtelfengebiet hochleveln, wenn die Server kommen. Und deswegen haben wir uns quasi hier direkt aufgemacht, sind vom Gnomen-Startgebiet ins Nachtelfengebiet rüber gelatscht. Und da gibt es so einen kleinen, ja, kleine Abkürzung, würde ich mal sagen, durch die Berge. Und da wird auch die Tage noch ein Video drüber kommen, wie man quasi am schnellsten vom Gnomen- oder Zwergenstartgebiet in das Nachtelfengebiet kommt. Ich möchte auf jeden Fall im Nachtelfengebiet wieder leveln, weil ich einfach das unglaublich geil fand damals. Ich habe meinen allerersten Char auch dort gelevelt. Ich habe einen Nachtelfen da hochgelevelt. Und es hat auch noch einen anderen Grund. Und zwar wollen wir quasi uns die Nachtelfen-Mounts dann irgendwann mal besorgen. Also sowohl das normale Level 40er als auch das Epic Mount. Und das bekommt man eben einfach viel, viel einfacher, wenn man von Anfang an im Nachtelfengebiet hochlevelt, weil man dann viel mehr Ruf bekommt. Ja, dann habe ich mich hier live im Stream mit den Leuten relativ intensiv damit beschäftigt, was wir hier für Einstellungen vornehmen können in der WoW Classic Beta. Wir sehen hier einige Dinge, die 2005, 2006 auch so in der Form noch nicht vorhanden waren, wie zum Beispiel das schnelle Plündern. Ja, eine Funktion, dass wenn man einfach quasi den Mob lootet, dass man quasi dann die Gegenstände direkt bekommt und nicht immer noch jeden einzelnen Gegenstand einzeln anklicken muss, um die zu looten. Ja. Das ist halt so eine Sache, die quasi nicht No Changes ist, quasi, also die halt verändert wird. Aber ich denke, da werden sich jetzt die wenigsten Leute drüber beschweren. Und auch auf jedem größeren Privatserver, auf dem ich so gespielt habe, war diese Funktion eigentlich mehr oder weniger auch gegeben. Ja, dann haben wir uns hier noch weiter umgeschaut, wie gesagt, einige Dinge. Eben zum Beispiel haben wir da irgendwas mit Twitter und so weiter gesehen. Gab es natürlich 2005 noch nicht. Das sind so sogenannte Retail-Relikte, nenne ich sie einfach mal. Quasi Funktionen, die von den aktuellen Erweiterungen noch hier in den
also es in die Beta geschafft haben, aber dann wahrscheinlich letztendlich im Game bei Release nicht mehr sein werden. Also nicht wundern, wenn ihr hier vielleicht die ein oder andere Sache seht, die euch so ein bisschen verwirrt. Ja, genauso wie hier unten steht dann noch gleich Schlachtzugprofile und irgendwie Pet-Kämpfe, irgendwie so ein Quatsch. Das wird natürlich in WoW Classic alles nicht vorhanden sein. Also nicht wundern, wenn ihr da sowas mal seht. Was aber auch cool ist, zum Beispiel hier so ein paar Features wie der Colorblind-Modus für Leute, die eben farbenblind sind. Hat man sich gedacht, ey, dieses Feature führen wir hier auch ein an der Stelle. Finde ich auch vollkommen legitim. Also das ist jetzt für mich auch keine Änderung am Game oder so, sondern einfach eine Hilfe für Leute, die da eben Probleme mit haben. Genau, generell kann man sagen, wir werden uns auch später noch die Grafik anschauen, also die Unterschiede von der Classic-Grafik und zu der Grafik, die man sich quasi einstellen kann, wenn man dann quasi eine etwas modernere Grafik haben möchte. Das werden wir aber alles dann später noch anschauen. Zum Sound kann man hier noch sagen vielleicht, dass ich auf jeden Fall wahrgenommen habe, dass ja, die Soundqualität schon deutlich, deutlich besser war, finde ich, als auf jedem Privatserver, auf dem ich jemals war. Ich weiß nicht, womit das genau zusammenhängt, ob das vielleicht mit dem Server zusammenhängt oder irgendwie einfach mit dem Blizzard-Coding oder wie auch immer. Aber da hat man schon deutliche Unterschiede gemerkt und ich denke, das werdet ihr dann auch merken, wenn ihr euch das erste Mal einloggen werdet. Genau, kommen wir hier zur Grafik. Wie gesagt, ihr seht hier diesen Balken in der Mitte, den habe ich jetzt schon auf 10 gestellt. Der ist dann wahrscheinlich, wenn ihr euch einloggen werdet, auf der 7. Ja, und das sind dann quasi die sogenannten Classic-Einstellungen. Ihr seht, ich bin gerade mit der Maus unten drüber. Man kann so zwei grundlegende Profile auswählen. Einmal das Classic-Profil, das ist quasi dann einfach die Grafik von 2005. Und einmal das Standard-Profil, womit wir dann quasi die aktuelle Grafik haben. Und wie gesagt, wir werden uns die Grafik gleich noch anschauen, die Unterschiede. Und ich muss ganz klar sagen, als ich das allererste Mal die neue Grafik angemacht habe, war ich auch echt überwältigt, ne? Und ich denke auch nicht, dass die neue Grafik irgendwie so das Classic-Feeling kaputt macht oder so, wie ja vielleicht einige befürchten oder einige haben auch schon, oder viele haben schon gesagt, dass sie auf jeden Fall mit der alten Grafik spielen werden für das Feeling. Ich muss aber ganz klar sagen an der Stelle, dass ich finde, dass die neuere Grafikmöglichkeit das Classic-Feeling sogar noch verstärkt. Ja, es macht das Game sogar noch geiler. Also probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich finde es schön, dass man sich hier zwischen diesen beiden Varianten entscheiden kann, dass man quasi dann nicht zu einer dauerhaften Lösung gezwungen wird in dem Sinne, sondern eben auch immer mal wieder hin und her switchen kann. Genau, jetzt haben wir hier noch so andere Features angeschaut, wie den Voice-Chat zum Beispiel. Es sind natürlich auch Dinge, die 2005 jetzt noch nicht in-game waren. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das hier dann auch wirklich in dem aktuellen Spiel weiterhin vorhanden sein wird. Im Stream haben mir die Leute hier gesagt, dass den Voice-Chat sowieso keine Sau benutzt. Von daher muss man mal schauen. Aber das ist auch wieder so ein Feature, wo ich das denke, nicht sonderlich schlimm finden werde, wenn man einen In-game-Voice-Chat hat. Ich denke, man kann ja noch einfach ausschalten, wenn man da keinen Bock drauf hat. Und ja, aber ich denke, dass die meisten Leute sich sowieso dann Gilden und so weiter, sich irgendwie mit Teamspeak oder Discord und so weiter unterhalten werden. Genau, dann habe ich mir hier noch die Tastaturbelegungen angeschaut. Hier muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass es einfach deutlich angenehmer ist, wenn man quasi hier links immer zwischen den einzelnen Bereichen noch wechseln kann. In dem originalen Vanilla von 2005 war es so, dass man quasi nur einen Bereich hatte, den man endlos lange runterscrollen konnte, kennt ihr vielleicht auch noch. Und dadurch musste man einfach viel länger suchen, um die verschiedenen Tastaturbelegungen zu finden. Finde ich so ein bisschen einfacher. Und hier ist mir auch aufgefallen, ihr seht da oben, da steht gerade Zauber abbrechen, Spell Cancel und so weiter. Das hat man dann eigentlich immer über Makros und so weiter gelöst. Und hier seht ihr ja, da sind anscheinend auch einige neue Tastaturbelegungsmöglichkeiten in-game, wo man einfach gemerkt hat, hey, das macht Sinn für die Spieler. Ja, das haben vielleicht viele PvP-Spieler gerne genutzt, solche Funktionalitäten. Und das bringen wir deswegen direkt ins Game. Ja, dann habe ich hier dann eigentlich ganz entspannt angefangen zu leveln in Shadow Glen. Ich muss sagen, es war auch echt wieder ungewohnt, dass quasi alles auf Deutsch war. Das habe ich auch gerade vergessen zu erwähnen. Man kann jetzt natürlich auch das Game wieder in-game quasi in der Sprache verstellen. Man kann einfach wechseln zwischen Englisch und Deutsch.
Das ist natürlich auch sehr angenehm. Ne? Ich habe jetzt seit Jahren auf englischen Servern gespielt, auf EU-Servern, auch immer mit einem englischen Client und so weiter. Und da war es echt ein cooles Feeling, wenn man endlich mal wieder das auf Deutsch irgendwie hat. Weiß nicht, hat sich irgendwie auch einfach heimisch und nett angefühlt. Und ich denke auch, dass ich das Spiel letztendlich auch auf Deutsch spielen werde. Ja, dann habe ich mich hier mal so ein bisschen in meine alten Gewohnheiten begeben, hier so ein bisschen Exploring gemacht, ein bisschen unter die Map. Hier war ich gerade zum Beispiel unter Stormwind. Das sind einfach so alte Wege und Tricks und so weiter, die ich noch von meiner Retail-Zeit 2005 einfach so gekannt habe. Und da habe ich mir so ein bisschen mal den Spaß erlaubt und habe die Leute quasi da mal mit hingenommen. Das war kein Bug oder so. Wie gesagt, da konnte man eben auch 2005 schon relativ einfach hin. Kann ich euch natürlich auch gerne nochmal zeigen, wie man da hinkommt. Ja, und Leute, da habe ich mich hier nach Stranglethorn begeben und ich muss einfach sagen, gerade so, was die neuen Wassereffekte angeht, ne, das neue Wasser ist einfach unglaublich schön. Wir sehen es hier auch, die Sonnenreflexion da drauf oder hier auch zum Beispiel, wie sich das Grumgol-Camp und auch das Zeppelin in dem Wasser spiegelt, finde ich einfach nur genial. Und Stranglethorn ist sowieso schon mein absolutes All-Time-Favorite-Gebiet. Und mit den neuen Grafikeffekten ist es halt einfach nochmal geiler, ne? Und an der Stelle hier muss ich auch sagen, ich habe jetzt hier in Gnome gespielt in der Beta oder in der Stresstest-Beta und da habe ich wieder so ein bisschen das Verlangen auch verspürt, vielleicht wieder einen Schurken zu spielen, weil man einfach hier unsichtbar gehen kann, die Leute einen nicht mehr verfolgen können und so weiter. Das ist schon ein geiles Feeling, ne? Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich letztendlich den Mage oder den Gnome dann nehmen werde, den Mage oder den Schurken nehmen werde. Ja, muss man mal schauen, muss man mal schauen. Ja. Ich habe, wie gesagt, mich auch jetzt in der Beta, also ich hatte ja nur einen Tag Zugang und ich habe mich auch echt darauf konzentriert, so meinen Shit zu machen. Jetzt nicht irgendwelchen Massen hinterher zu rennen, was viele gemacht haben. Ne? Ich wollte einfach so ein bisschen das Feeling aufgreifen vom Game und habe auch einfach das gemacht, was ich auf Retail dann auch gemacht hätte, so eine Art. Und ich muss sagen, es war wirklich die richtige Entscheidung. Ja, und gerade hier in Stranglethorn, ich finde es einfach so mega geil, ne? Die neuen Grafikeffekte. Ja, wenn wir hier sehen, hier kommt das Zeppelin gerade reingeflogen im Hintergrund. Ist jetzt in der Spiegelung unten auch nochmal. Ich finde es einfach nur genial. Ne? Und hier habe ich jetzt zum Beispiel viele Screenshots gemacht, viele mit dem Stream dann verglichen, so wie sich die alte Grafik anfühlt, wie die alte Grafik ausschaut. Im Vergleich zur neuen Grafik, das werden wir gleich nochmal sehen. Und ich muss wirklich sagen, es macht das Spiel einfach nochmal geiler. Ja, die neue Grafik versaut das Game nicht oder so. Sie macht sie einfach nochmal zu einer noch intensiveren Erfahrung und macht WoW nochmal schöner. Hier sehen wir jetzt die alte Grafik. Ja, das habe ich immer so hin und her geswitcht dann mit einem Screenshot. Also ich finde es schon sehr, sehr krank, oder? Also gerade die Unterschiede beim Wasser finde ich einfach genial, das macht so viel aus vom Feeling her, ne? Klar, man hat auch nicht immer überall Wasser irgendwie, auf jeden Fall, aber schon in vielen Gebieten und weiß nicht, ich finde es einfach vom Feeling her viel, 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 viel geiler. Ich kann das jetzt auch noch 100.000 Mal sagen, aber es ist einfach so. Und da werden, glaube ich, viele wirklich erstaunt sein, wie viel schöner das Spiel einfach durch so simple Änderungen schon geworden ist. Also das wird wirklich, glaube ich, für viele eine Überraschung sein und ich glaube auch, dass viele Leute sich für die neue Grafik entscheiden werden. Joa, dann bin ich hier nochmal weiter gegangen in der Beta und habe quasi hier das Zeppelin einfach mal benutzt, ein guter alter Schurkenmanier. Habe mich natürlich nach oben gestorben und bin dann quasi nach OG, also nach Orgrimmar noch rüber geflogen und einfach auch mal, um mir das Gebiet nochmal anzuschauen. Und bin dann hier an der richtigen Stelle abgesprungen. Ihr seht, da unten war der Raid, in dem ich drin war. Die haben da irgendeinen Quatsch gemacht. Ja, ich habe mich hier eher so auf meine eigenen Sachen konzentriert. Und jetzt sehen wir zum Beispiel auch hier nochmal ja, die Landschaft im Hintergrund hier. Orgrimmar da und der Schatten und so weiter. Ja? Also auch die Schatteneffekte, habe ich auch noch gar nicht erwähnt, sind wirklich genial geworden in dem Spiel. Ein völlig anderes Level als das, was 2005 möglich war. Und das ist einfach vom Feeling her ein komplett anderes Level, wirklich. Ja, dann wollte ich jetzt hier die Kollegen irgendwie nochmal so ein bisschen ärgern, ja. Dachte, man kann sich hier vielleicht ganz entspannt mal unterhalten, ja. In Einklang leben auf dem Beta-Server hier. Aber nein, es war natürlich nicht möglich. Der Ork hat direkt Auge gemacht und ist angekommen. Und da habe ich umgeklatscht an der Stelle.
Man muss aber auch ganz klar erwähnen, ich hatte hier zu dem Zeitpunkt mein komplettes Gear, ihr seht es rechts oben, war auf rot oder gelb und meine Waffe war auch rot. Ich konnte ihn also noch nicht mal angreifen. Da war ich einfach dann ein Opfer an der Stelle, aber mein Gott, wie gesagt, es war einfach nur so ein bisschen for fun. So, jetzt, dann hatte ich mich nochmal umgeloggt, wie gesagt, weil dann einige meinten im Stream, ja, schau nochmal in Stormwind vorbei. Da wurde irgendwie gerade Ragnaros gespawnt und so weiter. Dann habe ich mir hier nochmal einen Level 1 Char gemacht und war etwas erstaunt, weil als ich in Stormwind angekommen bin, habe ich hier keine Spieler gesehen, ja, und hier sollten irgendwie Unmengen von Spielern sein. Und dann wurde ich allerdings von jemandem in einem anderen Layer in die Gruppe eingeladen. Ja, und hier sehen wir dann auch mal sehr, sehr eindrucksvoll den Effekt vom Layering, dem neuen quasi Feature von Blizzard, um quasi so sehr hohe Aufkommen von Spielern zu bekämpfen. Und ihr seht, sobald ich quasi jetzt hier in den neuen Layer reinkomme, baut sich auf einmal diese riesige, gigantische Masse von Spielern um mich herum auf. Und das war auch schon beeindruckend, der Moment. Ne, also wir haben quasi dann den einen Beta-Server gehabt, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Layern, wo quasi dann immer mehrere tausend Leute in einem Layer drin waren. Und dadurch wird quasi diese Problematik umgangen, dass man quasi sehr, sehr viele Spieler am Anfang haben wird, die sich in den Schlaggebieten einloggen und dann quasi man keine Quests mehr machen kann, keine Mobs mehr taggen kann und so weiter. Ja, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, oder mal an der Stelle. Ja, ansonsten neigt sich dann jetzt auch quasi das Video zum Ende und auch der Beta-Stresstest, der wie gesagt nur einen Tag ging, war dann auch hier vorbei an der Stelle. Ja, nochmal so auch nett von Blizzard, dass man hier Ragnaros nochmal hingestellt hat in Stormwind und die Leute nochmal ein bisschen was zu gucken hatten. Fand ich eine ganz nette Geste eigentlich an der Stelle. Und ja, hier sehen wir gleich noch so ein bisschen, wie ein paar Zuschauer noch Quatsch hier gemacht haben und sich dann direkt hier vor die Cam gehockt haben. Aber das war es dann eigentlich auch mit dem Event mehr oder weniger. Ja, sagt mir gerne mal unter dem Video, was so eure Meinungen zu dem Beta-Stress-Test-Event waren, ob ihr auch mitgemacht habt und was auch vor allem eure Meinung zu dem Spiel ist, zu der Spielerfahrung, ja, wie ihr die neue Grafik findet, wie ihr auch quasi jetzt hier so meine Eindrücke bewerten würdet. Also ich bin wirklich durchweg positiv von der Erfahrung überrascht gewesen. Also das war wirklich eine richtig geile Sache und Leute, ich freue mich einfach auf die neue Grafik, ich freue mich auf den Release, ich freue mich unglaublich auf das Spiel und ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video einen kleinen Einblick geben in das, was ich da quasi erleben durfte und würde in dem Sinne sagen, ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung und das Video und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, euer Defiler. Macht's gut, ciao, ciao.